Salve a tutti, es ist Mittwochabend, es ist DAX-Time. Wir haben 18.10 Uhr, es ist der 21. April. Jetzt schauen wir mal, was der Lümmel macht. Der hat heute was ganz Schickes gemacht, muss ich sagen. Vor euch liegt der Tageschart, eine Kerze, ein Tag. Und Mittwoch ist ja immer die aggressivere Variante, auch mit den Scheinen. Was er heute gemacht hat, das hat mir sehr gut gefallen, der hat wieder genau auf die 20-Tage-Linie aufgesetzt. Ich mache mal hier kurz das Fadenkreuz raus. Genau auf, also à point aufgesetzt. Und hat auch praktisch das genau das gleiche wie das hier. Hier war es ein Hammer und jetzt haben wir einen Umbrella Doji. So, und jetzt mal hier geschaut. Ich lege mal die Fibos an. Und zwar von der letzten Bewegung, das war die bei 14.412. Jetzt mache ich das Bild ein bisschen größer. Das hat alles ganz genau hervorragend gepasst. Das ist das. Ich habe gestern Abend wieder ein Webinar gehalten. Da werden auch wieder der eine oder andere zuhören. Das ist das, was ich immer suche. Ein Klüngel. Ja, ein Klüngel von verschiedenen Punkten. Wir haben also hier die 20-Tage-Linie und das ist gleichzeitig das 38er-Retracement von dieser letzten Bewegung von 14.412 hoch bis zum All-Time-High. Genau aufgesetzt. Ja, ein pubertierender Trend. Das ist gut, der hätte auch ein bisschen weiter gehen dürfen, aber das ist natürlich ganz hervorragend. Jetzt sind wir bei 15.220. Grundsätzlich, jetzt muss ich wieder ein bisschen zurückholen, ist der auf den Tag gesehen weiterhin noch negativ. Aber kurzfristig, und damit gehe ich jetzt auf das, was ich immer Mittwoch mache, auf die 4 Stunden. Wir haben hier auch einen sehr schönen Hammer, genau unten aufs Band aufgesetzt im 4-Stunden-Bereich. Wir sind an den 10er-gleitenden Durchschnitt gegangen. Wir sind positiv über den Trendfolger, wir sind positiv über den Oszillator. Ich muss davon ausgehen, dass wir wenigstens den 20er-gleitenden Durchschnitt sehen. Da sind wir bei 15.312. Das ist nicht viel, aber wenigstens. Wenn ich jetzt mal hier auf diesen letzten Bereich die Fibos anlege, dann sieht es so aus, kann ich mir also locker auch eine 15.345 vorstellen. Das habe ich überhaupt kein Problem mit. Gefällt mir gut. Den Schein, den ich aussuchen werde, den lege ich auch ganz knapp hier hinter. Aber jetzt gucken wir nochmal auf die Stunde. Die Stunde ist nämlich natürlich jetzt ein bisschen höher. Deswegen ist die Konklusion aus allem, wir sind also hier schon, gelten wir als überkauft. Das ist weiter positiv als MACD. Wir sind am oberen Band. Ich kann mir vorstellen, dass wir dieses 38,2er bei 15.242, das sind jetzt wirklich nur 20 Punkte, dass wir das ausfüllen. Das ist dann auch der 200er gleitende Durchschnitt auf Stundenbasis. Dass wir dann noch einmal abtauchen, hier auf diesem Bereich 15.174, dann hat sich diese Technik abgebaut. Die 4-Stunden-Technik hat sich mehr stabilisiert und dass wir dann nochmal hochgehen in eben diesem Bereich 15.345. Meine Meinung ist falsch, wenn wir mit einer 1-Stunden-Kerze hier das Tief bei 15.072, wenn wir das unterbieten mit dem Schlusskurs einer Stundenkerze. Aber im Moment sage ich erstmal Entwarnung angesagt. Es gibt auch ein paar Aktien wie zum Beispiel Bayer, die sind jetzt auch mal wieder ein bisschen besser gestiegen. Sehr schön. LVMH, sowas hat sich erholt. Finde ich gut. Also ich mag das hier. Das ist mal eine schöne Korrektur gewesen. Endlich mal ein Atem holen von den Scheinen her. Habe ich mir jetzt erstmal den hier ausgesucht. Das ist ein 14.993er. Da sind wir also hier. Der hätte genügend Platz für den Fall, dass wir hier runtergehen, dass er nochmal, dass man den, sagen wir mal, gemütlich stoppen kann. Ich werde ihn jetzt nicht sofort kaufen. Wie gesagt, ich rechne kurzfristig noch ein bisschen hoch und dann runter hier auf dieses Geklüngel aus 10 und 20er gleitenden Durchschnitt. In der Stunde 15.175 und dann will ich mir den anschauen. Hat momentan hergehört ein 67er Hebels, keine kleine Option, 14.993. Ist ein Endlosschein mit der Kennnummer GH42X5. Also nicht sofort kaufen, mal ein bisschen warten, ob er nochmal die Stunde hier etwas abbauen will, was mich freuen würde. Bei einem Put muss ich hinter das All-Time-High gehen. Das wäre mir jetzt zu knapp hier, hinter dem 61er. Und ich habe mich für den entschieden, das hat einen 50er Hebel. Das ist 15.522, liegen wir also hinter dem All-Time-High. Dieser Schein, ist auch ein Open-End-Schein, hat die Kennnummer GH4TAU. Auch von Goldman, finde ich gut, mag ich beide. Das ist ein interessanter Markt hier. Was sehr verwirrend ist, ist die extreme Rotation. Also da fällt der DAX, aber die Bayer steigen sehr stark. Das habe ich so jetzt auch nicht erwartet, dass der DAX fällt. Ja, dass die Bayer steigen auch, aber nicht, dass es so extrem auseinandergeht. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also es bleibt spannend. Das sind interessante Märkte. Go for it. Happy Trading. Fette Beute. Bye, bye.